Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind jetzt mittlerweile auf Ebene 15 angelangt, haben keine Karte. Haben nur Ratten. Die uns beballern wollen. Aber das werden wir nicht mit uns machen lassen. Wir ballern ordentlich zurück. Also ich weiß nicht, die Gnomen-Abos-Schützen haben irgendwie mehr Damage gemacht als die Jungs hier. So, mach doch den bitte kaputt. Gut, dankeschön. Das können wir nicht unbedingt gebrauchen. Der geht von der anderen Seite auf. Das hier sieht verdächtig aus. Okay. Was steht denn hier? Also ja, ich habe pausiert, dass ich das lesen kann. Ich bin gerade aus der Bibliothek zurück. Ich habe ein Buch über eine Prophezeiung gelesen und etwas realisiert. Du bist der Auserwählte. Du wurdest zu diesem Ort der Dunkelheit gerufen, um das große Böse zu vernichten, ein für alle Mal. Und mein Lieber, ich habe fürchterliche Angst jetzt. Glücklicherweise stand in diesem Buch noch über 4000 andere Prophezeiungen. Eine interessanter als die andere. Hier ist eine andere. An dem Tag, an dem Schweine fliegen, werden Hühner Zähne haben. Ich mag diese lieber, denn die Chance, dass sie wahr wird, ist viel größer. Stimmst du mir zu? Okay. Ah. Das sind Radkin-Krieger, ja. Die machen wir mal etwas schneller weg. Und ich hätte sie einfach betäuben sollen. Ja, betäuben hat geklappt. Ja, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, zum Bossraum zurückzukommen, dann werde ich mal den Boss versuchen. Oh, jetzt sind wir hier unten. Also da oben waren wir schon mal lang gegangen. Und hier ist Gluck-Gluck Lava. Da sind Rattlinge. Da sieht es aus, als ob man runter könnte, aber wie man hochkommt, ist die gute Frage. Oh, hi. Dann machen wir den hier. Danke. So, und jetzt kannst du das, die Rotation machen, während ihr alle das macht, was sie sowieso überwacht. So.
Das dürfte eigentlich fast schon reichen. Um auch Diktor zu kriegen. Okay, Mana-Trakt, das ist nicht schlecht. Wie sieht's mit der Keule aus? Nicht wirklich. Du bist kein Schalter. Hier sehe ich keinen Schalter. Du auch nicht. Du auch nicht. Auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Gut. Da ist nichts versteckt. Du bist keine Wand. Du bist auch kein Schalter. Also keine Fake-Wand. Du bist auch kein Schalter. Ein Teleporter. Ich würde gern wissen, was passiert, wenn ich den auf den Kopf springe. Kann ich nicht, hey. Gemeinheit. Viel zu viele Schamanen, das ist auch nicht schön. Jetzt fast die Heilung vergessen. Nein, du heilst dich nicht. Ach ja, die machen diesen Tierfluch, der ist garstig. So, jetzt musst doch du weg. Und weg. Großer Hasttrank. Ja, davon haben wir schon einen. Ja, ja, da oben könnt ihr ruhig rumtoben. Okay, war das alles, was hier unten ist? Na dann, gucken wir mal. Oh. Ein Radkrin-Kriegsherr. Hm. Den sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen haben wir alles raus, was wir haben. An Buffs. Bis jetzt nicht wirklich was Schlimmes, was er macht. Der Schaden, den er macht, hält sich auch in Grenzen. Der Schlagrausch hingegen ist böse. Wahrscheinlich sollte ich den in Zukunft blocken und nicht den Doppelschlag. Au. Oh, du hast den Schlangengötzen gedroppt. Ah, praktisch. Oh, und nicht nur den, sondern auch noch ein Schmuckstück. Na gut, nehmen wir das mal mit. Du denkst, ihr seid die Wächter des Dungeons? Ich bin der echte Wächter dieses Dungeons. Okay. Du das sagst. Okay. Oh, hier komme ich hinter den Rattlingen raus. Hi. Ah, das wäre Overkill. Okay. Machen wir doch Overkill. Okay.
habe nämlich irgendwie nicht drauf geachtet, dass meine Heilerin ein bisschen tot ist. So, stirbt jetzt auch bitte. Danke. Der bringt nicht wirklich was. Sie war runtergefallen. Nicht mal das kann er richtig. Hier bin ich, glaube ich, lang gekommen. Hier war ich drin. Nee, hier bin ich lang gekommen. Okay. Das ist der Eingang. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal zurück. Und holen uns auch gleich vom Boss die Statue. Weil da habe ich definitiv auch eine gesehen. Da war die unsichtbare... Also die Fake-Wand. Ich glaube, der Boss bewacht nur die Statue. Muss ich nur noch wieder zurück zum Boss finden. Das hier war... Genau, der Port hier. Und ja, das war ein kleiner Hänger. Yay. Speichern, sicher ist sicher. Achso, ja, das war das hier. Ja gut, dann muss ich hier lang. Und genau, hier war der Raum. Ich gleite. Ich pirsche. Ich stehe. Du siehst so aus, als ob du gleiten würdest. Oh, da geht sogar schon was auf dabei. Auch gut. Wow. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber nein, erster Boss. Erster Boss. Dann kann ich mich hier da um dieses Tanzrätsel kümmern. Was irgendwie Ähnlichkeit mit dem aus Legend of Grimrock hat. Ja, das da. Schweinekopf. Oh, hat 10.000 HP. Oh, er prügelt. Das ist schon mal nicht nett. Oh, das Prügeln, das betäubt. Das ist schon mal nicht gut. Au, und der Doppelschlag tut auch weh. Ah, dem Hieb kann ich ausweichen. Gut. Heimau. Zur Sicherheit sie, dann wieder eine große Heilung auf ihn. Okay, prügeln, das betäubt wieder. Doppelschwung. Okay, den Doppelschwung scheint er gern zu machen. Oh, dem Hieb hätte ich ausweichen sollen. Mist. Den kann ich blocken. Den Hieb sollte ich ausweichen. Du heil nochmal, groß. Ihr macht Schaden bitte weiter. Du hauch mal den raus. Okay,
Okay. Gut, soweit. So rum. So, mach mal die Superheilung an. Die brauchen wir mal gerade kurz. Den Hieb ausweichen. Okay. Immer schön weitermachen. Heilung, Heilung, Heilung. Dem Hieb ausweichen, wieder rangehen. Die Heilung mal auf ihn, die Heilung auf ihn. Okay, der ist bis jetzt nicht schwer. Doppelschlag, ist okay. Hol dir mal die Agro zurück. Du mach mal eine Heilung. Hieb ausweichen. Prügeln unterbrechen wir jetzt einfach mal, denn das nervt. Ich habe nicht mehr genug Mana. Das können wir ändern. Ich habe ja genug noch Mana-Tränke. Mach's so rum. So ist gut. Dann mal wieder ein bisschen Heilung auf den Tank. Habe ich jetzt alles abgebrochen, oder? Ja, habe ich. Nicht gut. So. Heilung auf den Tank. Dem Hieb ausweichen. Und dann hoffen, dass er jetzt down geht. Dankeschön. Netter Dolch, aber... So, ich habe gesehen, er bewacht hier die Statue. Primitiver Götze. Ja, okay. Oh, und die Karte. Wie praktisch. Okay, das heißt, ich habe jetzt den Götzen. Wo war ich jetzt überall? Ich war an vielen Stellen, aber noch nicht wirklich überall. Okay, was stand hier? Ich pirsche. Nee, ich glaube nicht, dass der Götze pirscht. Ich glaube eher, dass der Götze steht. Das ist schon mal interessant. Das wird es aber nicht gewesen sein, nein. Okay, das macht hier den Tunnel auf. Da kommen wir noch nicht weiter. Da ist der Raum mit dem Tanzen. Was war hier?
hier rum? Ja, hier rum scheine ich ja auch noch nicht fertig zu sein. Also hier war ein Secret, ja. Gut. Hier in dem Raum waren, glaube ich, viele Gegner. Ach, hier geht's zu der Treppe. Ja gut, danke dafür.